So, nun ist soweit. Nun sitzen wir im Wohnzimmer und nicht mehr im Pepper. Genau. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Wenn ihr dieses Video seht, Ist der Pepper weg? wahrscheinlich schon im Schwarzwald. Ja. Der ist nämlich verkauft. Das haben wir in einem vorigen Video ja schon mitgeteilt, dass der weg ist. Und ja, jetzt sitzen wir hier im Wohnzimmer und immer zum Ende des Jahres gibt es ja von uns so einen kleinen Rückblick und so eine Aussicht, was wir im nächsten Jahr alles vorhaben. Und der Zeitpunkt ist jetzt wieder. Nicht aus dem Wohnmobil, aus dem Wohnzimmer. Und ich würde sagen, Genau. wir starten einfach mal damit, was wir dieses Jahr alles so gemacht haben. Ja, viel. Wir Wir waren haben wieder ganz viel Höhen und unterwegs. Tiefen durchlebt. Aktuell durchleben wir ein Tief. Das Wohnmobil ist weg. Wir können nicht losfahren. Wir müssen noch ein paar Wir wissen Wochen. nicht, ob das neue pünktlich kommt, ob es überhaupt kommt. Was wir wissen ist, dass das Fahrzeug in sehr gute Hände gekommen ist. Das freut uns. Und ob es die richtige Entscheidung war, das sehen wir dann jetzt in den nächsten Monaten. Wir werden euch noch nicht verraten, wenn ihr es noch nicht wisst, was für ein Fahrzeug kommen wird. Aber wenn ihr dieses Video seht, dann wird es nicht mehr lange dauern. Ja, was haben wir dieses Jahr alles gemacht? Ja, wir waren ganz viel unterwegs. Wer uns regelmäßig ja, bei Instagram folgt oder jetzt neu auch bei Facebook ja, oder unsere Videos schaut, hat es wahrscheinlich gesehen, dass wir. Du kannst nicht warten, ne? Ja, wir haben nämlich gerade eingekauft. Wir haben gesagt, heute gönnen wir uns was Leckeres. Wir lieben Treffen wir kalt. Antipasti. Das ist kalt. Wir liegen eingelegte Sachen Antipasti und ja, so ein Kram. Und da haben wir uns So heute eine komm, was ist schöne dieses Platte Jahr jetzt geholt. passiert? Und Thomas kann nicht warten. Unser Essen wird kalt. Ja, also was ist Schönes passiert? Wir haben ganz viele Touren gemacht und ja, was haben wir für uns entdeckt? Südtirol, Italien waren wir das erste Mal dieses Jahr. Eigentlich wollten wir ja an die Mosel fahren und dann hat uns ein Follower geschrieben, ja, die Wasserpegel steigen hier, dann empfiehlt sich nicht unbedingt an den Moselplätzen zu stehen. Okay, haben wir gesagt, wir fahren weiter, wollen in den Schwarzwald, da war Schnee. Genau, sind wir bis nach Italien durchgefahren und es hat sich wirklich gelohnt. Ja. Ein Highlight für mich war die drei Zinnen. Du fandest die Seiser Alm richtig gut. Ich und mein Esel. Ja, also wir sind mehrmals da gewesen. Ne? Die erste Tour ging zu Seiser Alm, da lag ja noch Schnee zu dem Zeitpunkt und wir waren im Sommer dann nochmal drüben oder beziehungsweise unten in Südtirol und da waren wir bei den drei Zinnen Das und war ein Highlight. das war Also richtig da konnte schön. man mit dem Wohnmobil hochfahren. Und stand auf so einem Plateau. Vielleicht haben wir noch ein paar Aufnahmen, die wir mit einblenden können. Also das hat sich wirklich gelohnt. Man stand oben, durfte dort übernachten, konnte eine super Wanderung machen am nächsten Tag. Und der Aufenthalt, der war mega, mega gut. Und das können wir nur empfehlen. Zu empfehlen ist auch die Anfahrt, wenn man, wie war das noch, vor 17 Uhr dahin Nee, nach fährt 19 oder Uhr. nach Aber 19 wir haben Uhr. ein Video, das verlinken wir euch unten Genau, in der da ist es Videobeschreibung. genau drin, weil dann könnt ihr euch eine Tagesgebühr sparen und die ist da nämlich nicht günstig. Genau. Ja, was haben wir noch gemacht? Ja, wir mögen ja die Berge. Südtirol hat viele schöne Berge. Wir sind ja, viel im Harz unterwegs gewesen in diesem Jahr. Haben uns jetzt endlich mal den Wanderpass bzw. die Harzer Wandernadel geholt und ja, haben viele Touren dahin gemacht. Sind ganz viel da unterwegs gewesen. Du kannst nicht warten, ne? Wir essen doch das ist ein Snack. Wir Das ist snacken ein beim Snack? Reden. Nee, das macht man nicht. Nein? Soll Nee. ich Und mit so zurücklegen? einem großen Ding im Mund, als wenn du da noch irgendwie reden Das kannst. funktioniert schon. Also, du darfst dich auch gerne bedienen, ne? Darum steht es da. Ich warte. Ich Worauf? möchte es erzählen und dann esse ich in Ruhe. Ich fühle mich beobachtet. Ho, ho, ho. Na gut, das ist ein Argument. Aber bei sowas, da habe ich ja nichts bei, ne? Ja. Essen, ne? Essen ist dein Leben. Ja, man sieht es auch. Ja, so, was haben wir noch gemacht für Touren? Also wir haben ganz viele Städtetrips gemacht. Wir waren ganz am Anfang des Jahres an der Platte. Da haben ja schon ganz viele Leute drüber geredet. Die einen lieben sie, die anderen hassen sie. Es gibt ein Video darüber. Also wir finden sie ziemlich cool. Für zwischendurch mal. Also das ist Ja. jetzt nicht ein Platz, den man jede Woche anfahren muss, aber für Nein. zwischendurch ist es mal ganz angenehm. Da zu stehen, ne? Ja. Und auch gerade im Winter, weil alles betoniert ist, da schleppt man nicht so den Dreck mit rein. Und wenn man jetzt erzählen würde, wo Thomas erste Tour mit dem neuen Wohnmobil hingehen soll. Da muss ich, also meine erste Tour wieder, also wenn es am schönsten wäre, es, wenn wir die erste Tour zum Borders da machen können, weil das ist mein absolutes Highlight im Winter. Man kann da bis ans Meer fahren und ja, sich richtig schön im Fahrzeug einkuscheln tagsüber und aufs Meer gucken.
Aber das ist zu weit. Das heißt, die erste Fahrt, die soll zur Platte gehen, ne? Aber das ist, ja, ist interessant. Ja, Schiffe gucken, ne? Mit einer Schiff-App. Ja, was soll man im Winter sonst Besseres machen? Weiß man nicht. Also in Düsseldorf beim Caravan-Salon, muss ich sagen, hat es auch Spaß gemacht, Flugzeuge zu gucken, die knapp über den Kopf hergeflogen sind. Ja. Muss man tun mögen. Ich mag's, also ich find's gut. Uns hat es nicht gestört. Also wir finden das ganz interessant, da mal zu sitzen, zu gucken, Flugzeuge anzugucken oder auch an der Platte Schiffe anzugucken. Ja, was haben wir noch gemacht? Ja, wir haben dieses Jahr das allererste Mal, oder wir sind das allererste Mal SUP gefahren. Das hat uns richtig viel Spaß gemacht. Leider recht spät zum Sommer hin. Dementsprechend konnten wir sie nicht ganz so oft rausholen. Das wird im nächsten Jahr auf jeden Fall noch mal ein paar Mal mehrmals nachgeholt. Muckli hat das auch gut gefallen. Und ja, man kriegt Muskelkrater. Also das macht schon Spaß. Und auch gerade, wir haben es leider noch nicht testen können, aber wenn man gerade durch diese Kanäle fährt und macht da so ein Tagestrip, hätte ich fast gesagt. Also das muss richtig Spaß machen. Wir tasten uns da noch langsam ran, fallen auch noch mal öfter ins Wasser. Aber SUP-Fahren, nur zu empfehlen. Geht auch mit Hund und Mogli kriegt dann noch seine Schwimmweste an. Wir haben uns immer ewig lange gefragt, was ist an SUP-Fahren so interessant und haben es ja nie irgendwie... Bis diesen Sommer, da haben wir es selber mal getestet. Verstehen können, warum da so ein Hype drüber ist oder drum ist, aber es macht einfach Spaß. Es macht richtig Spaß. Ja, was haben wir noch gemacht? Wir müssen mal hier so ein bisschen spicken. Wir haben uns ein paar Sachen aufgeschrieben. Ich sehe das gar nicht, was du da aufgeschrieben hast. Du möchtest eine Brille haben. Ja, du navigierst. Ich navigiere, okay. Du hast die Oberhand. Ja, wir haben nämlich so einen kleinen Spicker gemacht, damit wir nichts vergessen und uns nicht hier totquatschen. Thomas kann das ja immer sehr gut. Ja, aber solange ich was zu essen habe, dann höre ich auf zu quatschen. Also in der Zeit, wo ich esse. Lässt alles fallen. Und ich krieg gleich nichts mehr, weil alles auf ist. Das ist groß genug. Ja, was haben wir noch gemacht? Wir haben dieses Jahr, waren wir mal wieder an der Ostsee. Da waren wir 2020 ganz viel und 2021 gar nicht. Und jetzt in diesem Jahr waren wir wieder da, sind sehr werte. Und die Ostsee ist einfach immer schön. Jetzt weiß ich, warum du nicht vielleicht Kamera essen willst. Ja, weil das möchte ich den Leuten ersparen. Aber du kannst das, ne? Schmatzt hier schön ins Mikro. Ja, ich höre jetzt auch auf. Ich bin nämlich jetzt mal wieder. Okay. Ja, wir waren an der Ostsee, wir waren an der Mecklenburgischen Seenplatte und hatten da wirklich, war das schon Herbst? Spätsommer, ne? Das war, hat echt Spaß gemacht da vor Ort. Wir waren in Schwerin, da beim Schloss. Da muss ich sagen, es ist wirklich eine schöne Ecke. Es waren Stellplätze, die in Ordnung waren, aber die Preise fand ich happig. Also die Preise sind mittlerweile alle hoch. Ich fand sie dort wirklich sehr happig. Ja, also dass die Tendenz wird wahrscheinlich, oder es wird immer mehr Normalität. Nur da gibt es, ja, für das Geld auch, jetzt muss man vorsichtig sein, schönere Plätze. Also das ist eine sehr schöne Region, nur zu empfehlen. Aber es wird nach und nach immer teurer, gerade oben an der Küste. Wir haben uns mit einigen schon unterhalten und die auch meinen, das ist, ja, es kommt halt einfach dazu. Ne? Und gerade halt auch für die Leute, die da vor Ort wohnen, ja, die Preise steigen auch, ne? Nicht nur für die Touristen. Immer deine Haare zur Seite machen, sonst knistert das nachher wieder auf dem Dings. So. Ja, was haben wir noch gemacht, wo ich das hier gerade sehe, ne? Moselwein ist das noch. An der Mosel waren wir. Ja, an der Mosel waren wir auch dieses Jahr, ein paar Mal, genau. Der ist nämlich aus Lößnig, da waren wir ja erst vor kurzem. Da kommt unser Automatentick wieder raus, ne? Also das, wir sind totale Automatenfans. Die Flasche kommt auch aus dem Automaten. Wenn wir irgendwo eine sehen, ob es in der Mosel oder in Italien nur ein Pizzaautomat, da müssen wir einmal stehen bleiben. Automaten finden wir cool, ne? Ja. Ja, oder wo war das denn noch mit dem Obstautomat? Ich komme gerade nicht auf den Ort. Was? Altes Land. War das Altes Land? Am See. Nee. War das Dummer in Groß im Süden? Nee. Brombachsee? Nein, da war das doch nicht. Da war diese Kaltanlage. Und da sind wir gegenüber. Nein, Hamburg, Stover Strand. Das war auch ein Platz. Der ist zu empfehlen, der ist super. Das ist auch gut. Das war Stover Strand, stimmt, genau. Wo du sagst. Da war der Obstautomat, Obst- und Gemüseautomat. Das war auch ein Platz, der steht wieder oder weiterhin bei uns auf der Liste. Wenn wir mal irgendwo nicht wissen, wo wir hinfahren sollen, dann haben wir immer noch so eine Liste mit Plätzen, wo wir schon mal waren, wo wir dann nochmal wieder hinwollen. Das ist so ein Platz. Ja, und ihr wisst ja, die ganzen Touren, die wir jetzt hier gerade nochmal so wieder Revue passieren lassen, da haben wir auch überall Videos von, in der Regel ein Stellplatzvideo und auch nochmal ein Vlog, wo wir so ein bisschen Infos
von dem geben, was wir da erlebt haben. Ja, was haben wir noch gemacht? Mal einmal kurz hier spicken. Genau, wir haben viele kleine Touren gemacht, Städtetrips gemacht. Wir waren ja, wie gesagt, in Cuxhaven. Wir waren in... Was guckst du, ob die Kamera noch filmt? Nicht, dass wir hier weiter quatschen und es auf einmal alles leer, ne? Das ist alles schon mal vorgekommen. Ja. Also wir haben Städtetrips gemacht. Wir waren in Stade. Das hat uns da sehr gut gefallen. Wir waren in Bremerhaven. Werden wir schon auch noch mal hinfahren, ne? Nächstes Mal wahrscheinlich ohne Hund, damit wir auch ins Auswandermuseum können. Ab zum Fischgeil, Fischbrötchen essen. Genau, da waren wir. War nämlich noch geschlossen, als wir da waren. Also waren einzelne Restaurants, die offen waren, aber wir wollen da ganz gerne mal im Sommer hin, wenn die ganzen Buden offen sind und man dann ein bisschen Fisch essen kann. Weil es ist immer ganz lustig. Viele von uns, von euch, schreiben uns ja auch immer: Thomas, wann isst du dein Fischbrötchen? Obwohl, das ist total fast, oder ich werde immer total sprachlos, wenn ich merke, wie genau. Oder wie viel ihr wisst, wie viel ihr überhaupt aufnehmt von dem, was wir machen. Und das ist der absolute Wahnsinn. So eine, ihr habt doch mal das erzählt oder ihr habt doch mal das gemacht und Thomas mag doch so gerne das. Oder ja, totaler Wahnsinn, finde ich total cool. Ja. Ja, was haben wir noch gemacht? Kommen wir zu den Umbauten. Da gab es ja ganz viele in diesem Jahr. Genau, was wir gemacht haben, ist die LED-Leiste. Da fragen auch immer ganz viele nach, war... ja, eine Kleinigkeit mit ganz großer Wirkung. Ist relativ gemütlich. Schnell angebaut, ja, genau. Gibt es auch ein Video drüber. Werden wir beim neuen Wohnmobil, das hat es noch nicht, werden wir aber machen. Das ist ein kleines Spielzeug, was Thomas richtig cool ist. Wenn es so einfach ist wie am Weinsberg, da muss man mal gucken, wie das mit der Verkabelung da funktioniert. Ja. Ne? Aber es weiß ja noch keiner, was für ein Fahrzeug da kommt. Also da müssen wir mal gucken, je nach Fahrzeugmodell, ob das denn möglich ist. Genau. So, Johanna, bevor wir weitermachen, wollen wir einmal einschenken? Okay, ich habe hier von... Das ist auch mal ganz lustig. Wenn wir dann am Weinautomat irgendwie einen Wein holen, dann schreiben uns immer irgendwelche, da war ich schon mal in einer Ferienwohnung. Oder den habe ich auch getrunken, als ich da war. Und das ist jetzt hier ein Moselwein direkt vom Kellermeister Roth aus Lößnig. Probieren wir. Das war der, glaube ich, ganz gut geschmeckt hatte. Ne? 2021, Riesling, Hochgewächs, fruchtsüß. Probieren wir aus. Muss ich dir erst eingießen, ne? Wie war das nochmal? Ich und mein Esel. Tommy, sag mal. Das war nur Brot, das darf auch der Hund. Das war nicht Brot, das war Essen. Was war das denn? Brot ist Essen. Der Hund liegt hier, will auch was, weil wenn wir Essen auf dem Tisch haben, ist er auch immer da. Der ist so wie Thomas. Komm, komm. Wir haben eine Decke auf dem Sofa, dann darfst du auch mal hier drauf. Ja, genau. Ja, Max-Fan haben wir gemacht. Dann haben wir ja im letzten Video, letztes Jahr für unseren Jahresrückblick gesagt, wir wollen endlich das Problem finden von den Boxen, warum die immer kaputt sind, haben wir gefunden. Da waren wir bei der Firma Karatec und ja, das war eine Kleinigkeit. Hätten wir alleine nie hinbekommen und niemals gefunden. Wäre ich auch nie drauf gekommen, dass es daran liegt. Also wir haben schon öfter mal mit Firmen gesprochen und haben Leute gesucht, die uns dabei helfen können. Wobei ich da sagen muss, dass die Firma Karatec sehr aufmerksam und zuvorkommend war. Das war also supporttechnisch der absolute Wahnsinn. Und am Telefon hatten wir schon öfter die Info bekommen, wir sollen einmal die Verkabelung testen, ob da vielleicht irgendwo nicht was in das Kabel gebohrt ist oder ob das nicht irgendwo an der Erdung drankommt. Wir haben einmal verneint, das kann nicht sein, das ist gar nicht möglich. Ja. Der Witz war, wir haben eine Schraube, also ich weiß nicht wie, also es war sogar Harald Schäfer von Karatec, der Geschäftsführer, hat uns da mal eben unterstützt, als wir in der Gegend waren, hat er gesagt, ja, kommt eben vorbei, wir gucken mal eben danach. Mhm. Also es war eine kleine Schraube, die irgendwo zu dicht an dem Kabel saß und die wurde einmal rausgedreht, wieder reingedreht und das Problem ist behoben. Ja. Seitdem bin ich... Also Feuer und Flamme von dieser Firma und also da können wir auch nur ruhigen Gewissens sagen, also wenn ihr irgendwo mal Zusatzeinbauten haben wollt, seid ihr da super aufgehoben. Also Sonnensupport, also sieht man nicht alle Tage, also nur zu empfehlen. Haben wir uns sehr wohl gefühlt. Genau. Ja, was haben wir noch gemacht? Ja, wo ich mich drüber gewundert habe, beziehungsweise Thomas hat sich drüber gewundert. Ich habe ja vor ein paar Wochen ein Video gemacht über meine Deko. Ja, und Thomas, da brauchst du kein Video drüber machen. Leute nicht. Die haben wir jetzt rausgeräumt. Unser Flur, ich weiß nicht, ob man da ein Bild von machen kann.
Das waren bestimmt 100 Kilo Deko, die Johanna mitschleppt. Das stimmt nicht. Ich meine, das sieht schön aus, aber da ist wieder, da hatten wir uns heute noch mit dem Käufer drüber gesprochen. Der Deko ist Frauensache und also es gibt, eigentlich braucht man zwei Fahrzeuge in der Familie, hat er gesagt. Ne? Ein Frauenfahrzeug und ein Männerfahrzeug, weil das Frauenfahrzeug ist immer mit Deko verschachtelt. Aber die Käuferin, die unseren Pepper gekauft hat, die hat gesagt, die fand das so schön wegen der ganzen Deko, wegen meinen Fotos. Ist auch eine Frau, die es gekauft hat. Ein Mann hätte wahrscheinlich gesagt, er nimmt das wegen der ganzen Technik, die du verbaut hast. Naja, das sieht ja schon ganz gut aus. Aber ja, also wenn man das, hier sind mal ein paar Aufnahmen, wie das jetzt aussieht, wenn es leer ist, ist natürlich anders, ne, als wenn das dekoriert ist. Du hast aber sowieso einen Dekotick. Ich meine, ja. Da habe ich auch kein Mitspracherecht, da muss ich durch, Augen zu und durch. Sieht oft schön aus, ab und zu fällt mir irgendwo was von der Wand, aber sonst ist das schon sehr schön. Ja, das gibt dem Wohnmobil einfach so einen persönlichen... Ja, Prost erstmal, ja, ne? Probieren wir mal, ne? Prost. Krieg mal wieder Lust auf Mousse. Oh, der schmeckt gut. Ja. Süß. Hast du da Wasser mit reingemacht? Nein, diesmal schmeckt gar nicht. Den kann man so trinken. Ja. Also sonst verdünnen wir ja immer alles. Jeder Weintrinker würde sagen, Gott. Aber irgendwie, den kann man so trinken. Kann man auch gut trinken, ohne Kopfschmerzen am nächsten Tag. Das weißt du noch nicht. Doch, den hatten wir ja schon mal. Nee, den hatten wir noch nicht. Wir hatten einen anderen, wir hatten zwei mitgenommen. Achso, bei dem anderen, den konnte man auf jeden Fall gut vertragen. Ja, der das war hatte auch. Ich mal auf der Seise Alm, da haben wir, ich weiß gar nicht, wo wir die Flaschen her hatten. Aus dem Kiosk da, ne? Da hast du aber, glaube ich, auch zwei getrunken, hintereinander. Da hattest du Kopfschmerzen am nächsten Tag. Ich hing abends noch auf dem Campingklo, kopfüber. Das hatte ich noch nie. Gut, dass wir so hatten. So viel dazu, Thema wechseln. Ja, dann kommen wir zu einem Thema. Erstmal ist das was für euch, die alle immer unsere Videos schauen, denn mittlerweile sind wir über 10.000 hier auf dem Kanal geworden, wo wir uns richtig drüber freuen und ja, das wollen wir so ein bisschen feiern. Juhu! Juhu! Hätte ich das gewusst, dass du das jetzt ankündigst, ich habe irgendwo mal Luftschlangen gesehen. Hätte ich die jetzt hier ein bisschen durch den Wind... Ja, und dass das hier ins Essen fällt. Ja, die kann man ja vorbeizielen. Also, wenn du das kannst. Ja, egal. Also, wir freuen uns total, dass uns so viele Leute folgen. Also, über 10.000 sind wir hier mittlerweile. Und ja, das ist richtig cool. Vielen, vielen Dank dafür. Und hallo an alle Neuen, die jetzt neu dabei sind. Kanal. Und liken, abonnieren, kommentieren. Genau. Ja, wir sind jetzt auch mittlerweile, weil wir immer so viel Werbung für unseren Instagram-Kanal machen, der ja schon ja, ganz am Anfang gestartet ist. Da sind wir auch schon einige Tausend, die da zusammen sind. Und wir sind jetzt auch bei Facebook, weil viele uns immer geschrieben haben, ihr macht immer so viel Werbung für Instagram. Aber ich habe kein Instagram, ich bin nur bei Facebook. Also ihr findet Homegeparkt jetzt auch bei Facebook. Und wir versuchen immer, dass wir bei beiden das Ähnliche posten. So, damit alle informiert sind. Ja, so, jetzt kommen wir aber trotzdem wieder zur schönen Sache. 10.000 Follower, über 10.000, das muss gefeiert werden. Und dementsprechend haben wir uns ein kleines Gewinnspiel wieder überlegt. Und zwar haben wir dafür auch drei tolle Partner an die Hand bekommen, die ja, schöne Gewinne zur Verfügung stellen. Und die verlosen wir an euch. Insgesamt gibt es drei Gewinne. Und ja, was müssen wir denn dafür machen? Das weißt du noch nicht. Das ist auf deinen Mist gewachsen. Das ist auf meinen Mist gewachsen. Also auch mit dem ganzen Gewinnspiel. Das hat Johanna alles gemacht. Ich hatte ein paar stressige Wochen. Da habe ich von dem Ganzen gar nicht viel mitgekriegt. Johanna hat mich jetzt gerade einfach nur mit aufs Sofa gesetzt. Ja. Also wie ihr alle seht, der ganze Kanal und so, der baut ja auch ein bisschen auf Johanna auf. Die steckt ja den ganzen Fleiß rein. Ab und zu muffe ich auch in der Ecke, wenn Johanna mit der Kamera um die Ecke kommt und ich gerade irgendwo einen Anruf hatte von der Arbeit oder von irgendwelchen anderen Sachen, die ich so an der Hacken habe. Dann kommt es auch mal muffig rüber, aber das ist alles geil. So aber einfach der ist ja ganz lieb. Alles unter einen Hut zu bringen, ja. Aber es macht Spaß, also ich bin eigentlich auch dabei. Hab leider nur nicht so ganz viel Zeit dafür. Ja, Muckli, du bist auch dabei, ne? Immer. Ja, was müsst ihr fürs Gewinnspiel tun? Schreibt uns einen Kommentar unter diesem Beitrag und schreibt uns, ja, warum ihr uns gerne folgt, warum ihr wieder an diesem Gewinnspiel teilnehmen wollt. Und ja, wir losen das Ganze wieder aus. Wann denn? Übernächste Woche.
Das ist der? Das ist der. Oh, jetzt muss ich aufs Datum gucken. Silvester ist der 31. Am 1. Nee, das schaffen wir nicht. Silvester ist der 31. Silvester ist der Samstag. Ich muss mal aufs Datum gucken. So, hier ranzoomen. So, das wäre dann der 4. 4.1. 4.1. Der 4.1. Bis zum 4.1. Eine Woche habt ihr Zeit, teilzunehmen, fleißig in die Tasten zu hauen, einfach zu schreiben, warum ihr das gerne gewinnen wollt. Und dann losen wir das aus, die drei schönen Gewinne. Du kannst einfach nicht warten, ne? Thomas, du hast doch gerade gesagt, dir fällt das alles runter, du schmatzt hier rum. Hunger. Ja, wir essen, wir machen jetzt auch schnell, aber wir wollen noch mal eben zeigen, was es zu gewinnen gibt. Thomas, holst du das mal her? Einmal noch hier, ich habe hier gerade die Dinge entdeckt. Das sind diese, eigentlich ist das ja... Das ist einfach ekelig, aber er findet das mega lecker. Das ist einfach nur Stärke, also nee, nicht Stärke, einfach nur zusammengepresster Fisch. Das ist, glaube ich, nicht mal Fisch. Na so. Klar. Kannst du das jetzt weglegen und kannst mir bitte die Gewinne geben? Dann kann ich wenigstens weiterreden und du kannst... Ich bringe mal ein bisschen Spannung in den Raum. Was möchtest du denn als erstes haben? Das ist egal. Gib beides, ja? Oder, ja, gib mir den. Das ist gut. So. Und zwar das erste... Oder der erste Gewinn ist einmal das Camping-Set Garda von Putzfuchs. Da auch nochmal vielen Dank an Putzfuchs, die das Set zur Verfügung gestellt haben. Für das Gewinnspiel zur Verfügung gestellt haben. Und ihr wisst ja, wir sind totale Putzfuchs. Ich kann es sogar jetzt mittlerweile richtig aussprechen. Wir sind totale Fans davon. Diese Tücher sind einfach wirklich, wie der Name schon sagt, das clevere Reinigungstuch aus der Natur und die funktionieren wirklich und ja. Wenn man sie richtig benutzt. Wenn man sie richtig benutzt. Genau, am Anfang haben wir sie auch nicht richtig benutzt, aber jetzt, wo wir drin sind, sind wir drin. Haben wir heute noch benutzt. Nochmal eben das Fahrzeug schnell übergeputzt. Man kann sie draußen nutzen, schnell wieder sauber machen, von innen nutzen. Also es ist einfach super. Mhm. Ja. Können wir nur empfehlen. Pflege, und einfach, oder? Der oder die Gewinnerin wird sich darüber auf jeden Fall freuen. Testen, ausprobieren und in diesem Set... Was bedeutet denn jetzt Garda, genau, Corfu? Das sind die Sachen, die drin sind. Das sind die unterschiedlichen. Also wir haben das Camping-Set Garda, da ist enthalten ein Maxi-Reinigungstuch, ein Reinigungstuch, zwei Waschhandschuhe, weil ihr könnt euch damit auch selber putzen. Dann habt ihr ein Poliertuch und ein Brillenputztuch. Also es ist ein schönes Set, perfekt fürs Camping und ja, verlosen wir. Es gibt ein Video von dem Sven, von einem ganz großen, bekannten Kanal, den ihr alle kennt. Der hat letztens die... Putzfuchs-Inhaber überfallen und einem aufgeklärt, was denn da so hinter steckt. Also das Video ist auch nur zu empfehlen. Aber ansonsten, wir haben auch ein Video darüber, das könnt ihr euch auch anschauen. Ja, aber wir dürfen auch mal Fremdwerbung machen, wenn es gut ist. Mhm. Ja, guckt euch so an. Ihr dürft auch unsere Videos anschauen. Natürlich auch gerne aber das vom Sven, weil ich fand das ganz informativ und gut. So, und jetzt das nächste Gewinn. Oder den nächsten Gewinn. Da ein dickes Dankeschön an die Firma Sylvie. Und zwar haben wir hier ein Set. Ihr wisst ja, wir benutzen Sylvie jetzt seit über einem Jahr, ne? Ja. Und zwar sind das hier die Kaffeebecher. Die benutzen wir auch jeden Tag. Hier sind zwei Kaffeebecher drin und die Gelpads zum Unter... Kaffeetassen, oder? Kaffeebecher, ne? Tassen. Das ist doch Porzellan, ja, oder? Ja. Tassen. Porzellan, Magnet, Henkeltassen. So. Ja, Tassen. Ja, Tassen. Nicht Becher, Tassen. Ja, Tassen. Okay. Auf jeden Fall haben die wir großen. Das auch geklärt. Ja. Und... Es ist ein wirklich schöner Artikel. Die meisten von euch werden Sylvie wahrscheinlich kennen, die es noch nicht kennen. Das sind Tassen mit einem Magnet drunter und dieses Gelpad könnt ihr auf den Tisch kleben, könnt ihr immer wieder abziehen und dadurch bleibt halt wirklich die Tasse. Sind die Gelpads da auch mit bei? Die sind mit drin, genau. Zwei Stück. Also ist das zwei Tassen, zwei Gelpads, also für zwei Personen. Also da muss man auch sagen, Sylvie, ein Produkt, was man, wo man erstmal überlegt, ob man das wirklich kaufen möchte, weil die Preise ordentlich sind. Ja. Aber, wenn man die Tassen oder die Artikel hat, auch mit lange, oder wenn man da gut mit umgeht, dann hat man sehr lange was davon. Und also ich finde die Preise sehr hoch, aber wenn man sie einmal hat und auch im Schrank hat und während der Fahrt das Klappern weg ist oder allgemein den Komfort hat mit dem Magnet,
dann will man sie auch nicht mehr missen. Ja, wie oft hatten wir es am Anfang, dass man wirklich an den Tisch gestoßen ist oder der Hund dran vorbeigelaufen ist, es hat gewackelt. Also es ist immer irgendwie eine Tasse umgefallen oder keine Ahnung. Also es ist immer irgendwas passiert. Ja, also und was man hier auch, ja, und was wir halt auch machen, wir haben ja auch die Weingläser davon, dass wir auf dem Stuhl, auf die Stuhllinie, das, Lene, das Pad geklebt haben und dann die Tasse bzw. das Glas auch draufstellen. Und das ist natürlich auch total. Oder vorne oben auf dem Cockpit mit den Kaffeebechern, die wir dann auch haben. Bechern. Während der Fahrt, Becher, genau. Die packen wir einfach, kleben wir oder magnetisieren wir einfach oben auf das Cockpit vom Pepper oder haben es gemacht und hat super gehalten während der Fahrt. Also das war eine Top-Lösung, ist eine Top-Lösung, finden wir super. Was jetzt auch neu ist, sind die Teller, glaube ich, ne? Ja. Wobei du da noch gegen bist, weil du... ich esse gerne mit richtigen Besteck, genau, also da suchen das, die das noch andere Lösungen. Ja, das ist noch eine Sache... Ja, wenn das Besteck immer auf dem Teller magnetisiert, dann muss man auf Kunststoffbesteck ausweichen, ne? Genau, ja. Aber ansonsten, da, die Becher finden wir richtig klasse und ja, ziehen auch wieder ins neue Wohnmobil ein. Würde ich empfehlen. Und hier könnt ihr 2 Tassen gewinnen. In einem Set, ja. In einem Set. So, dann haben wir noch den 3. Gewinn, wo wir uns sehr drüber freuen. Ja, wir waren ja vor kurzem, beziehungsweise unsere letzte Tour mit dem Pepper ging ja zum Emsland Camp, also ein richtig cooler... Aber Johanna, da liegt nichts mehr. Nee, da liegt nichts mehr. Das gibt es keinen physischen Umschlag? Oder? Nee, habe ich nicht. Wir haben keinen farbigen Drucker und schwarz-weiß ausgedruckt sieht auch nicht so schön, deswegen habe ich das... habe ich es sein lassen. Aber wir können ja ein bisschen was dazu erzählen. Ja, das Emsland Camp, das ist ein Campingplatz der ganz besonderen Art. Der liegt in Haren. Das ist ja an der holländischen Grenze in Niedersachsen, hier oben bei uns, über Meppen. Und ja. Ich glaube, gehört hat den Namen schon jeder. Das ist der Campingplatz, wo man direkt ans eigene Bad anfahren kann. Und von der Gestaltung her... Also es ist ein sehr strukturierter Platz, es ist ein sehr gut durchdachter Platz und es ist noch sehr viel geplant. Das ist auch ein Platz, wo wir wahrscheinlich in der nächsten Zeit nochmal wieder hinfahren werden, um einfach mal zu gucken, wie es dann oder wie es denn zukünftig aussieht. Mhm. Auch die Betreiber sind super, super freundlich. Ja, also es ist auf jeden Fall ein cooler Campingplatz, lohnt sich da mal hinzufahren und... Da haben wir einen Gutschein zur Verfügung gestellt bekommen im Wert von 100 Euro, einlösbar bis zum 31.03. Super Platz und ja, für den einen oder anderen von euch vielleicht auch ein cooles Reiseziel. Ja, wie gesagt, 3 Gewinne, Putz-Fuchs-Set, einmal das Tassenset von Sylvie und den 100 Euro Campinggutschein. Und das geht an alle raus, die jetzt hier fleißig in die Tasten hauen, einen Kommentar reinschreiben, einmal kurz schreiben, dass sie am Gewinnspiel teilnehmen wollen und dann losen wir das Ganze wieder aus. Am 4.1. Ja. So machen wir das. Ja. Du hast sonst noch was zu erzählen. Ja. Ja. Dann, was passiert im nächsten Jahr? Das steht noch in der Schwebe, ob überhaupt was passiert. Ja, eben. Je nachdem, wie weit piep das Wohnmobil kommt. Also es soll im Januar kommen. Drückt uns ganz fest die Daumen, dass es wirklich kommt. Also die Fragestellnummer gibt es schon mal. Ja. Ob das jetzt ein gutes Zeichen jeden ist. Jeden Donnerstag kriegt unser Händler eine neue Liste. Der kann mit uns auch verzweifeln, ne? Ja, wir haben schon ein paar Mal nachgefragt, der arme Kerl. Jetzt, wenn wir das Fahrzeug haben und wir erstmal wieder vom Hof geschoben sind. Wahrscheinlich. Dann müssen wir uns ganz schön was aushalten. Ja, genau, das soll im Januar kommen. Dann sind wir noch fleißig dabei, den Führerschein zu machen, denn ja, es wird ein schwereres Wohnmobil, haben wir schon ein paar Mal angekündigt, über 3,5 Tonnen und wir haben den neuen Führerschein. Und jetzt ist die Frage, ja. Wird er 4,5 Tonnen oder 7,5 Tonnen? Das weiß man nicht. Also es ist auf jeden Fall über 3,5 Tonnen und wir brauchen den größeren Führerschein und wir machen den C1-Führerschein und bei dem Führerschein dürfen wir bis 7,5 Tonnen fahren. Weil ja. Thomas hat ja gesagt, das Thema mit 7,5 Tonnen und mit dem Führerschein, also der alte Klasse 3 darf den noch fahren, wir müssen einen ganz neuen Führerschein machen. Wir dürfen alle 5 Jahre wieder zum Gesundheitstest gehen. Wir dürften mit dem Fahrzeug, wenn er auf 3,5 Tonnen zugelassen ist, noch einen Anhänger von 2 Tonnen hinterpacken mit einem BE-Führerschein. Packen wir 3 Schlüppis rein, den Anhänger abgekuppelt, sind wir überladen und brauchen einen C1-Führerschein. Also die Gesetze soll mal einer verstehen.
Aber darüber, da habe ich mir schon genug, das ist halt so, ist gesetzt. Warum muss ich mich darüber aufregen? Nee. Ja, so, das ist halt so im Januar. Eigentlich wollen wir auch ganz gerne im Januar zu CMT nach Stuttgart, aber ich glaube, das wird nichts. Da ist wird das Fahrzeug noch nicht da. Also glaube ich nicht. Sehr knapp wird das. Also das wird wahrscheinlich nichts. Ja, ansonsten ist zeitgleich in Oldenburg eine Messe. In der Weser-Ems-Halle ist auch eine Campingmesse, ist von uns nicht so weit entfernt. Warum liegt der Hund eigentlich immer so bei dir? Weil du den immer fütterst, ne? Dann gibt es mal Essen. Ja. Ja, dann wollen wir vielleicht nach Oldenburg zur Messe fahren, müssen wir mal gucken. Das ist nicht ganz so weit dahin. Und ansonsten, müssen wir mal gucken, wie es weitergeht. Ne? Wenn das Fahrzeug kommt, dann wird sich noch mal, werden wir noch einiges machen müssen, einiges an- und umbauen müssen, wo wir uns drauf freuen. Haben wir richtig Bock zu? Soweit alles Benötigte verfügbar ist und die Preisgestaltung ist auch noch ein Thema. Also man merkt schon, dass auch bei den Ersatzteilen und bei dem Zubehör der Preis sehr stark nach oben geschossen ist. Mhm. Ja, da ist man noch wirklich gespannt, wo die Reise hingeht. Wir waren übrigens beim Werge und Wels jetzt in Bissendorf. Mhm. Der hat unser Fahrzeug nochmal durchgecheckt, nochmal im Scharnier getauscht. Und da können wir auch nur sagen, dickes Dankeschön an Werge und Wels. Darf man in diesem Fall auch wirklich mal so sagen. Also Werbung aus Überzeugung. Weil wir hatten ja das Problem mit dem Plissé, was wir schon ein paar Mal angesprochen haben, wo sich unser Händler so ein bisschen quergestellt hat, beziehungsweise er wollte es reparieren. Der Händler, wir haben das Fahrzeug weiter weggekauft. Wir haben das da gekauft, wo es gerade verfügbar war. Und das Plissé hat er aber auch besorgt, aber nach mehrmaligen Nachfragen. Ja, mehrmaligen Nachfragen und das Fahrzeug sollte, glaube ich, 3 Wochen da stehen. Genau, das war dann ein paar hundert Kilometer von uns entfernt. Und ja, wir haben dann ihn überzeugen können, dass er uns das Plissé zusendet. Und die Firma Wehregge, die hat dann das Plissé eingebaut. Also die waren so nett, die haben das auch noch über Garantie abgewickelt. Also da muss man wirklich sagen, das ist nicht... Also das wird nicht selbstverständlich, das wird nicht jeder Händler machen. Das Fahrzeug haben wir nicht bei ihm gekauft und genau, er hat das Plissé dann kostenlos gewechselt. Ja. Und ja, allgemein vom Support und von dem Händler, von dir sind wir überzeugt. Also die super Arbeit und auch mit dem Max-Van, mit dem Dacheinschnitt oder Ausschnitt. Genau, das haben wir alles, nachträglich noch da machen lassen. Es ist alles perfekt ausgeführt. Da muss man wirklich sagen, Superhändler, auch die Preise waren gut. Also wenn man die mal im Forum mit anderen Händlern verglichen hat, war Wehregge wirklich gut dabei und die Arbeit, die war wirklich spitzenmäßig. Was ich aber eigentlich sagen wollte ist, wir waren bei Wehregge und der Hof, der war sehr voll. Also wir glauben, dass so langsam ein Umbruch geschieht. Also der Hof war voll, es sind sehr viele Fahrzeuge verfügbar. Wir sind jetzt echt gespannt, wie das nächste Jahr so aussieht mit den Fahrzeugen. Also wobei mich aber wundert, weil viele schreiben uns ja immer noch, jetzt auch mit dem Fahrzeug, ja, wir warten schon seit 50 Wochen. Die Fiat-Modelle, also da war viel VW, viel Ford, Mercedes, also viel Fiats waren da nicht zwischen. Also ich glaube, das ist so das Problem. Das wird das Problem sein, ja. Aber da haben wir jetzt ja auch Zeit, in der Zeit, wo wir warten, uns mal ein bisschen mit dem Thema allgemein zu beschäftigen und vielleicht machen wir auch nochmal da ein Video, wie denn da die aktuelle Situation aussieht. Vielleicht finden wir auch noch irgendjemanden, der da tiefer drin ist und mit dem wir mal sprechen können. Das Thema interessiert wahrscheinlich auch noch ein paar mehr, die auch sehr lange schon auf dem Fahrzeug warten. Ja, ansonsten schreibt uns gerne mal in die Kommentare, was ihr euch vielleicht von uns auch fürs nächste Jahr wünscht, was ihr vielleicht für Videos sehen wollt, ob wir wirklich mal bestimmte Themen ansprechen sollen. Genau, ihr könnt einfach sagen, was wir machen sollen. Und wir, wenn es uns dann auch gefällt, machen wir das. Vielleicht. So, und jetzt haben wir genug gequatscht. Unser Essen ist kalt. Ist das letzte Jahr jetzt vom neuen Jahr? Ja. Das heißt, wir können allen einen guten Rutsch wünschen und einmal Danke sagen für das ganze Jahr. Mhm. Das können wir machen. Dann sagen wir jetzt Dankeschön für die tolle Unterstützung und wünschen euch schöne Feiertage und einen schönen Rutsch. Und ja, von mir auch. Von Johanna auch. Bis zum nächsten Mal und tschüss. So, Mogli, komm, und wir hauen jetzt rein. Wir essen jetzt eine schöne Antipasti-Platte, ne? Und wenn die Johanna artig ist, dann kriegt sie vielleicht auch noch was ab. Ja, Moglan.